So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück. Ich werde es nicht immer machen. Wir machen hier weiter mit der Pyramide. Ich habe ganz kurz nachgeguckt. Folgendes. Der erste Weg war gar nicht so schlimm. Von daher passt das ganz gut. Den folgendermaßen, den Dingsbums. Wie heißt den Fluch? Wird man nur durch Dingsbums los? Die Elaine kann Zauber erlernen, der Fluch heilen bedeutet. Oder man nimmt den Vampirstein. Ja. Kuriert, das bringt gar nichts. Was auch bringt, ist, wenn der Charakter stirbt, dann ist der Fluch auch weg. Das bedeutet, ja. Folgendermaßen. Ich war eigentlich gar nicht so verkehrt. 1, 2, 3, 4 war der erste. Dann 1, 2 nach oben. 1, 2 nach da. 1, 2, 3 nach da. Hier waren wir schon soweit. Wir waren hier auch richtig. 1, 2, 3, 4, 5. Was? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 1, 2. Ich hoffe, dass... Ich lasse den Asker jetzt mal sterben. Jawohl, perfekt. Jetzt hoffe ich auch, dass die leider... Ja. Das gefällt mir ganz gut, dass die Elaine weiter angegriffen wird. Weil... Der Dingsbums, der Vampirstein ist doch sehr, sehr selten. So, Walner greift an. Heilfiliole bringt nichts, das bringt auch nichts, weißt du was? Der Walner kriegt einen Heiltrank. In der Hoffnung, dass die Elaine demnächst ein bisschen Damage frisst. Ach man, kannst du nicht auf die Elaine gehen, du olle Schrapnelle? Gut. Aber warum greift der Ast? Warum trifft der Walner nicht? Gegenstand. Heilelixier nehme ich mal. Obwohl ich hätte auch eine Heilflasche nehmen sollen. Also, die Lösung im Internet stimmt nicht. Ich werde jetzt hier warten. Fähigkeiten. Dann werde ich mir einen Golem... Nee, warte mal. Gut. Jetzt ist der Fluch nämlich weg. Jetzt kann die Elaine nämlich mal anfangen, hier zu heilen. Eins, zwei, drei, vier. Warte mal, es gibt noch einen zweiten Weg. Da gibt es nämlich zu einer versteckten Truhe. Den hätte ich gerne. Warte mal. 1, 2, 3, 4. 1 nach unten. 1, 2, 3, 4. 1 nach unten. 1, 3, 4. Dann nach oben. Dann nach links. Okay.
1, 2, 3, 4, dann nach oben, 1, 2, 3, 4, 1, zweimal nach oben, nach da, nein, okay, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, okay, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich sonst irgendwas? Nee. Heiliger Sturm, Eissturm und Feuerflammenmeer. Der Grund, warum ich jetzt immer noch hier versuche, ein bisschen rumzupimmeln, ist folgendermaßen. Ich hätte gerne, dass ich, ich will halt die Dingsbums noch haben. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nach oben, nach rechts kann ich nicht. Okay, das ist eine Sackgasse. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Ich will gucken, ob es da irgendwo noch einen Geheimgang gibt. Es ist natürlich doof. Ich habe einen richtig beschissenen Dingsbums gesehen. Das müsste eigentlich stimmen. Erhalten. Okay, da kann ich nicht lang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Nein, ich versuche einfach noch an die Wand zu gehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nach links kann ich nicht. Okay. Irgendwie muss doch 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, an das Skelett komme ich nicht. 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da muss es doch einen geheimen Weg geben. Okay, ist egal. 1, 2, 3, 4, 5, nee. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Entschuldigt, wenn das jetzt doch ein bisschen länger dauert, lag nicht daran, dass ich jetzt permanent versucht habe, den richtigen Weg zu finden, sondern ich will in der Pyramide oder ich wollte gucken, ob ich den geheimen Weg finde, um nach oben in die Pyramide zu kommen. Das hat jetzt nicht geklappt, deswegen war ich ein bisschen am Testen. Ich habe einfach ein bisschen Lust gehabt dazu. Von daher, wir machen ja keine Compilations oder Perfect Runs oder Speedruns oder sonst was, sondern wir machen es ja nach Spaß. So, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, okay. Alles klar. Haben wir das geschafft? Ich werde die auch nochmal speichern. Ich weiß, das ist gemein. Aber trotzdem. Macht wird einem nicht gegeben, man muss sie sich nehmen. Super. Ich will mal gucken, wie viel... Ich habe eigentlich starke Seelen. Habe ich normale Seelensteine auch? Fertigkeit. Ich will nochmal in die Dingsbums gehen. In die Gruft. Nein, will ich nicht. Oh, ich bin doch echt zu blöd. Ins Magiezimmer. Ich will mir nochmal 10 Seelensteine in Dingsbums umwandeln.
So, große Seelensteine in normale Seelensteine, 10 Stück. Da müsste ich 90 Seelensteine haben, normale, das müsste so passen. Ja, passt. So, und die normalen. Und dann werde ich natürlich auch noch gleich, wenn ich schon mal hier bin, welche Seelen, die starken Seelen, 10 Stück. Erst mit Level 40, okay, macht aber nichts. Ernsthaft, ihr seid doch so mies. Das ist gemein. Das ist gemein. Und ich suche mich die ganze Zeit ab, um genau diesen Weg zu diesem Raum zu finden. Und dabei ist er. Warum ist das Skelett auf Level 1? Warum habe ich aus Versehen das Skelett beschwört? Feuerring, super. Warum ist der Golem auf meiner Stufe, aber das Skelett nicht? Das Skelett ist Müll. Entschuldigung, aber das Skelett ist Quatsch. Das ist ehrlich. Ja, klar ist das Skelett schnell kaputt. Das überlebt auch keine Starre. Ich glaube, wenn es besiegt ist, ist das besiegt. Also ich kann es im Kampf wiederbeleben, aber wenn der Kampf jetzt vorbei ist, ist das Skelett weg, meine ich. Nee, noch nicht. Okay. So. Blutelixier. Hier gibt es noch einen geheimen Raum. Die Frage ist, bringt der was? Oder ist der nur zur Zierde da? Weil gefühlt bringt der Raum gar nichts. Ich muss mal gucken, ob ich die Skelettbeschwörung manuell beenden kann. Sollte eigentlich klappen. Weil ich glaube, die Skelettbeschwörung ist doch höher als die vom Golem. Und jetzt will ich keine 60 Sekunden oder was weiß ich, 70, 80 Sekunden ein totes Skelett mit mir rumschleppen. Ich frage mich immer, warum ich Kopfschmerzen habe, wenn ich die Kopfhörer aufsetze. Dabei sitzen die viel zu fest. Jetzt sitzen sie saulocker. Die Dinger, die habe ich schon so lange, die habe ich mir gekauft. Da war ich 16 oder 17 sogar. Oder war ich da schon 18? Auf jeden Fall in dem Bereich habe ich die mir für 5 Euro mal im Mediamarkt gekauft. So viel zum Thema, ich wollte die Dingsbums beenden. Also, wenn es ganz wichtig ist, ja, und euer Charakter hier verflucht ist, dann könnt ihr auch den Vampirstein zur Not benutzen. Der heilt alles. Oder ihr bringt eurer Lane Fluchheilen bei. Ja, das war nix. Gut, Fertigkeit. Verwandlung beenden. Beschwörung lösen. So, die Elaine fängt jetzt mal an, die Jungs hier zu heilen. Dann kriegen die von mir nochmal eine Blutflasche, weil von denen kann ich mir genug kaufen. Blutelixier wäre zwar ganz nice, aber die kann ich mir noch nicht kaufen. Hier Vampirstein zum Beispiel. Komplette Heilung für alle. Ist natürlich ganz geil, aber dafür Schweine selten. Gut. Antikrankheitsserum. Jetzt einfach drauf. So schnell wie möglich den Dingsbums. Die Mumie. Nett, dass sie anfängt, hier die Leute weiterhin zu verfluchen. Weil ich habe nämlich keine Lust, so einen Vampirstein zu benutzen. So, das kann eigentlich minimiert werden. Es ist zwar ganz nett, dass OBS diese Plugins drin hat. Ist aber trotzdem nervig. Achso, ja. Ich muss nicht auf OBS klicken. Ich muss auf Vampire's Dawn klicken. Weil ich halt die ganze Zeit auf OBS gucke und es auch durch den GameCube-Grabber gewohnt bin.
ja, bin ich halt gewohnt, immer auf OBS als Vordergrundfenster zu klicken. Aber ich muss ja auch Vampire's Dawn klicken auf dem Bildschirm, kann es aber hier angucken. Weil hier kann ich einen Fenstermodus öffnen, da ist das ein bisschen kleiner und feiner. Aber hier ist die Darstellung einfach perfekt, auch von der Optik, von der Größe her. Das ist bei anderen Spielen nicht ganz so der Fall, weil es dann zu klein wird. Aber bei solchen Spielen ist das halt perfekt. Ist eine schöne große Schrift, kann man auch von weiter weg lesen. Ah, super. So, 400 Fila. Blutfiliole, das ist ganz gut. Schöne Sachen. Der Golem ist zu langsam für meine Schlange. Ja gut, Bluten ist nicht so schlimm wie Fluch. Weil Fluch ist schon echt hart. Hallo. Danke. Ich wette mit dir, diesen Schalter muss ich betätigen und dann geht das Dingsbums... Oh, überrasch den Gegner, das ist sehr gut. Dann geht auf der anderen Seite die Tür auf und dann muss ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Wenn die Monster hier nicht so viel XP geben würden und starke Seelen, dann würde ich ja als Wolf hier rumlaufen oder als Fledermaus, dann treffe ich nicht so viele Gegner, aber die sind einfach sau gut zum Leveln. Oh, Gott sei Dank nicht betroffen. Oh man. Die Bücher sind alle zu verwittert, um sie lesen zu können. So, jetzt geht mir... Ja, oh, ich erschrecke mich immer wieder. So, jetzt geht nämlich auf der anderen Seite. Jetzt können wir auf der anderen Seite... Seht ihr? Da ist nämlich jetzt... What? Oh! Geheimgang gefunden, cool. Ah, jetzt muss ich diesen ganzen Scheißweg wieder zurücklatschen. Na gut, dann ist das halt so. Nope. Warte mal. Ja, Mumien sind in Klopapier eingewickelt. Das sollte brennen. So, die Mumie ist hinüber. Diese Mumie auch. Wunderbar. Wie lange sind wir denn schon? Oh, 18 Minuten, auch schon so lange. Die Pyramide hatte ich jetzt nicht gedacht, die in drei Parts zu setzen, aber pff, na gut, wenn die lang genug ist. Der letzte Part ging ein bisschen zu lang. Länger als 30 Minuten will ich nicht machen, weil es einfach kein Arsch guckt so lange oder ganz wenige. Kein Arsch ist unfair. Justin und Hino, die gucken die Parts zu Ende. Das ist auch super von denen, die schmeichelt mir. Aber die anderen Aufrufe sind entweder Hate-Aufrufe oder sind nur kurze Dinge und fertig. Ja. Gut. Der Rückweg ist jetzt nicht ganz so lang, weil ich da diesen Kackweg nicht zurückfinden muss. Kann ich einfach den falschen Weg gehen. Geil wäre natürlich, wenn durch das Betätigen des Hebels dieser Schutzmechanismus jetzt auch weg wäre. Okay, ist egal. Nee, die greife ich nochmal an, da verschwende ich jetzt kein Blut dran. Siehst du, die Elena hat fast kein Leben verloren. Die Schlange ist auch gleich hinüber.
Ja, der Golem hat ein bisschen verloren, aber der ist sowieso scheißegal. Weil der Golem, sowieso wieder neu beschwört werden muss. Starke Seele gefunden. Starke Seele, schon 46, das ist viel. Das ist nicht wenig. So, Part 28, das ist soweit auch in Ordnung. Jetzt geht's hier runter. Jetzt ist das Ding offen. Jetzt geht's wirklich runter oder ist das hoch? Ich bin mir echt nicht so ganz sicher. Schnell auf die Mumie. Olle Stinkmumie. Schön, dass die nicht angegriffen hat. Ah ja, stimmt. Wir haben den Gegner, glaube ich, überrascht. Ja, du kannst von mir aus zustechen, wie du willst. Ich habe genug Antikrankheitsserum. Das ist nicht das Problem. Aber die Mumie machen mir mit ihrem Fluch echt Sorgen. So, 750, das passt. Ich glaube, im Endraum kann man sich nicht teleportieren. Deswegen will ich... Ja, großer Seelenstein, kleiner Seelenstein, normaler Seelenstein. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass es hier Fallen gibt. Ja, wir sollten vorsichtig sein. Ari, ihr seid doch paranoid. Warte mal. Da gibt's Fallen. Ist nur die Frage, ob ich den richtigen Weg... nehme Heiliger Sturm, Eissturm und Flammenmeer. Bei drei Gegnern lohnen sich diese Massenzauber einfach. Boah, kritischer Treffer ist natürlich viel. So, jetzt mal wieder mein Notizbüchlein ausgepackt. Filzstift ausgepackt, der noch von der Schulzeit übrig ist. Elaine heilt erstmal ihre Boys. So, dann Golem beschwören. 1, 2, 3, 4, 5. Sind okay. Alles klar. 1, 2, 3, 4, 5. Nach oben. Auf der rechten Seite natürlich. Macht Aua. Ja, gut. War nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber das geht noch. Von daher darf man nicht so zimperlich, wie der Aska schon sagte, darf man wirklich nicht so zimperlich sein. Die Elaine kann die Jungs ja heilen, von daher. Den Golem kann ich nicht heilen, das ist aber nicht so schlimm. Gut, dann hat sich die Notiz auch erledigt. Die Kämpfe, wenn du alleine Befehle gegeben hast, gehen die Kämpfe übrigens auch automatisch. Allerdings nicht so schnell, als würdest du den Bestätigen-Knopf drücken. Habe ich euch jetzt gerade mal gezeigt, weil ich noch was aufgeschrieben habe. Yeah, Walner Level 40. So, neuen Golem beschwören. Ich habe früher gedacht, man muss die Golems immer erneuern. Oder kann man erneuern und dann leveln die mit ein und werden dann richtig stark. So, hier gibt es natürlich so langsam nähern wir uns dem Ende. Ja, die Skorpione sind es nicht wert.
Obwohl, Eis und heiliger Sturm würden ausreichen. Ja, der Golem kann ein bisschen was verkraften. Gut, der Skorpion ist wütend. Keine Ahnung warum. Das bedeutet, er macht nur normale Angriffe. Elaine hat 40 erreicht. Gut, wenn der Asker Level 40 erreicht, dann gehe ich nochmal ins Magiezimmer und hole mir neue Dingsbums. Lass mich raten, ich muss ganz außen rum, dann nach unten und dann geht's da in den so einen Gang rein, um diese Truhe da zu kriegen. Wetten? Das bedeutet, die Wand, die ich jetzt abklappe, ist totaler Quatsch. So, gleich gibt's nochmal eine kleine Gruppenheilung. Was braucht denn der Asker noch? So, 190.803. Wie kommt man denn auf so eine Zahl? Minus 190.467. Gut. Noch. Ja, genau das war's. So. Anstatt hier rechts nach oben. Ich krieg das auch so hin. Da bin ich mir sicher. Komm schon. Ja. Gut. Die haben ihre erste Runde vergeigt. Warum auch? Hä? Warum ausweichen? Oh, kritischer Treffer. Den hab aber ich eingesteckt. Nicht gut. Level 40, super. Gut, die Truhe hole ich noch. Weißt du, was kommt drauf geschissen? Drauf geschissen. Was weg ist, ist weg. So, dann gehe ich gleich nochmal in die Dingsbums, in die Magierhöhle. So, jetzt geht's kurz nach oben. Da ist ein Speicherstein drin, bestimmt. Ne, Magiergürtel. Warte mal. Wenn ich den Magiergürtel... Warte mal, Magiergürtel habe ich 2. Ja, wenn ich wieder eine Truhe finde, also insgesamt, kannst du, glaube ich, mit allem drum und dran... dem Wallner ordentlich pushen, was Mentalität geht, ohne dass du den jetzt permanent mit Dingsbums gibst. Mentalität und so ein Scheiß. So. Okay, dann haben wir das. Ich würde sagen, ich gebe den jetzt ein neues Magiegedöns. Oh, Meteoriden ist geil. Starker Tod. Chance auf Tod 50%. Alle Gegner werden getroffen. Völlige Reinigung. Halt alle negativen Zustände. Ganze Gruppe wird geheilt. Kriegt die Elaine? Ist vielleicht ganz gut. Dann für den Fall, dass ich nochmal verflucht werde. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht glaube, dass das jetzt großartig noch eine Rolle spielt. Eisige Rüstung, dunkle Schatten, Grundschaden 130, alle Gegner werden getroffen, Chance auf Fluch 30% oder starker Tod. Ich nehme dunkle Schatten. Ich weiß nicht, diese sofortigen Toddinger, die sind zwar übermächtig, aber irgendwie sind die auch so... bis jetzt noch nie getroffen. Also gefühlt 50% ist es schon lange nicht mehr. Lichtexplosion. Alle Gegner werden getroffen oder dunkle Schatten. Der Wallner kriegt die Lichtexplosion. Ich finde es eigentlich eine coole Idee, einem Vampir so heilige und Lichtmagie beibringen zu können. Das ist eine sehr coole Idee, finde ich. Das macht den Wallner so ein bisschen aus.
So, normale Seelen habe ich nicht viel. Normaler Seelenstein 15, kleiner Seelenstein, Dingsbums, okay. Weißt du was? Ich guck mal, dass alle meine Seelensteine wieder auf 99 kommen. Großer Seelenstein, ein kleiner Seelenstein, nehme ich einen. Dann bin ich bei 99 kleinen Seelensteinen, okay. Dann Seelensteine umwandeln, große Seelensteine in normale, dann nehme ich 10 Stück. Das mache ich so ein, zwei, drei Mal. Und dann sollte ich 99 von den Seelensteinen haben. Und dann kann ich die Seelen, die starken Seelen, die ich genommen habe, in starke Seelensteine umwandeln. Und dann kann ich die demnächst bald dazu benutzen, um mal ordentlich... Okay, große Seelensteine in normale umwandeln. Na, nehme ich gleich 10 Stück, komm drauf, geschissen, wir haben ja genug. So, große Seelensteine, 60 Seelensteine herstellen, starke, da nehme ich gleich alle, komm. So, das passt. Dann, Zuflucht, Elaine fängt die Jungs mal an zu heilen. Völlige Reinigung brauche ich jetzt nicht. Dann kriegt die Elaine und der Walner nochmal ein Blutfläschchen und dann ist der Käse gegessen. Dann speichere ich ab und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich könnte natürlich die Speichersteine benutzen und den Speicherkristall zum Dingsbums nehmen, aber ist egal. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part, Leute. Und dann habe ich heute 4 Parts aufgenommen. Das schickt dann auch fürs Erste. Und beim nächsten Mal gucken, wie weit wir in der Pyramide kommen. Ein schöner Dungeon, gefällt mir. Bis dahin, macht's gut, ciao.